Okay, also erstens einmal Dankeschön für die Einsendungen. Ich habe doch einige bekommen und habe mir heute mal zwei Kniebeugen rausgesucht, weil die beide zwar beides relativ schöne Kniebeugen sind, aber unterschiedliche Probleme haben, beziehungsweise zwei unterschiedliche Problempunkte haben. Beide sind in der Sagittalansicht, also die seitliche Ansicht. Das ist immer ein bisschen schwierig beim Kniebeugen, wenn man nur eine Ansicht hat, dann irgendwelche Probleme versuchen zu lösen. Aber schauen wir uns jetzt einfach mal die erste Kniebeuge von Philipp an. Okay, also wir sehen, relativ schöne Spannung, schöne Einleitung. Okay, also für den ersten Blick eigentlich schlechte Kniebeuge. Man sieht am untersten Punkt. Nichtsdestotrotz gibt es ein bisschen Probleme. Schauen wir uns das vielleicht ein bisschen genauer an, wenn wir jetzt den Stangenpfad uns einzeichnen lassen. Wir sehen die Stange. Geht eigentlich am untersten Punkt dann wieder vor. Und das ist auch ein bisschen das Problem, das der Philipp dann hat. Das heißt, er beugt eigentlich zu Beginn der Beuge, hat er eine relativ schöne Hantelspur und am untersten Punkt muss er dann nach vorne schieben und muss sich dann die Hantel erst wiederholen. Für das gibt es mehrere Gründe, warum das passieren kann. Schauen wir uns vielleicht noch einmal die Beuge an ohne Hantelpfad. Jetzt sehen wir es dann im Standbild. Das heißt, zu Beginn der Bewegungseinleitung ist es eigentlich nicht schlecht. Am untersten Punkt geht dann die Hantelspur relativ weit vor. Jetzt müssen wir sich einmal ein paar Dinge dabei darüber unterhalten. Ein Ding davon ist die Unterstützungsfläche, wenn wir über das Kniebeugen sprechen. Das heißt, der Gesamtschwerpunkt, der sich ein bisschen verändert, wenn wir dann eine relativ schwere Hantel am Rücken haben. Gesamtschwerpunkt muss immer über der Unterstützungsfläche sein. Die Unterstützungsfläche kann in unserem Fall nur sein von den Fersen vor bis zu den Zehenspitzen. Ja, das heißt, dieses Viereck, was wir da haben, sobald der Gesamtschwerpunkt außerhalb von diesem Viereck sich irgendwie befindet, gibt man dann entweder nach vor oder zurück. Das heißt, damit dem Philipp das unten raus dann nicht passiert, muss er die Hanteln dann wieder nach hinten zurückholen. Dadurch ist der Hantelpfad halt auch nicht gerade und auch eine Spur ineffizient. Es gibt jetzt auch sehr gute Beuger, die nicht unbedingt einen komplett geraden Hantelpfad haben. In dem Fall würde ich es aber da schon leistungslimitierend sehen. Das kann mehrere Gründe haben, wenn man sich anschaut. Am untersten Punkt schiebt der Philipp da dann noch einmal die Knie vor und beugt dann erst nach oben wieder. Das heißt, das ist eigentlich ein unnötiger Knievorschub. Es ist jetzt nicht super schlimm, wenn die Knie über die Zehenspitzen kommen. In dem Fall ist es einfach eine Spur zu viel. Und man sieht auch dann da, sieht in dem Fall dann da, dass die Sprunggelenksmobilität ziemlich sicher nicht der limitierende Faktor ist, sondern mit ziemlicher Sicherheit ist der limitierende Faktor irgendwo in der Hüftgelenksmobilität. Das heißt, man könnte sich da mehrere Lösungsansätze überlegen. Ein Lösungsansatz per se wäre natürlich, man könnte mal versuchen, auch das sind schon Beugeschuhe mit einem geringen Fersenkeil, den geringen Fersenkeil auch noch wegzunehmen. Und wenn der geringe Fersenkeil dann auch weg ist, hat man von Haus aus schon eine Spur weniger Knievorschub. Man kann sich die Beuge mal so mit flachen Schuhen anschauen. Wahrscheinlich wird das Problem nicht hundertprozentig lösen, weil jemand, der relativ schlechte Hüftgelenksmobilität hat, wird dann in dem Fall Probleme mit der Tiefe haben bei der Kniebeuge. Das heißt, man kann da mehrere Lösungsansätze suchen. Leider kann es beides sein. Es könnte einerseits eine Quadrizepsschwäche sein. Was aber wahrscheinlich noch viel wahrscheinlicher ist, ist, dass es ein Hüftgelenksmobilitätsproblem ist und wahrscheinlich auch im Zuge dessen dann eine Schwäche im Bereich des Gesäßmuskels und der ganzen hinteren Kette, aber auch Hamstrings vor allem, Rücken wahrscheinlich nicht. Warum kann es auch eine Quadrizepsschwäche sein? Es kann durchaus sein, dass wenn sich bei einer Bewegung dann, man sieht es da ganz gut, in dem Fall gehen die Knie müssen ja wieder zurückgehen, weil sonst wird der Philipp nach vorne fallen. Das heißt, die Knie müssen zurück, dann streckt sich der Quadrizeps und dann streckt sich erst die Hüfte. Also im Optimalfall haben wir ein bisschen weniger Knievorschub und eine gleichzeitige Öffnung wieder von Kniegelenk und Hüftgelenk. Also grundsätzlich eigentlich eine schöne Kniebeuge, aber am untersten Punkt ein bisschen Handlungsbedarf. Das heißt, was wären da so empfohlene Möglichkeiten von mir? Einerseits, man könnte mit Kadenzkniebeugen arbeiten, also Tempo-Varianten, 6 Sekunden runter, dann explosiv aufstehen, 3 Sekunden runter, explosiv aufstehen. Oder man könnte vor allem jetzt dann, wenn man versucht, das Problem direkt zu lösen, 3 Sekunden
exzentrik und 3 Sekunden konzentrik bei der Kniebeuge einleiten. Das heißt, langsam runter und aber auch langsam rauf, um den Schwerpunkt bzw. den untersten Punkt bei der Kniebeuge gut zu treffen. Weitere Möglichkeit wären Pin-Kniebeugen, das heißt, dass man unter parallel auf den Pins kurz ablegt, die Spannung aber weiter hält und dann explosiv nach oben aufsteht. Oder Boxkniebeugen. Boxkniebeugen würden lernen, die Hüfte nach hinten zu führen und dann aber auch nicht weiter mit den Knien nach vorne vorzuschieben oder nicht unnötig weit mit den Knien nach vorne vorzuschieben. Wichtig ist bei der Boxkniebeuge dann nicht einfach nur irgendwie drauf klatschen und dann aufstehen, sondern kontrolliert absetzen und von unten raus von der Box dann aktiv den Boden auseinanderschieben, die Knie nach außen drücken. Als erstes soll Gluteus, also Hintern und Hamstrings arbeiten und dann soll sich erst der Quadrizeps einschalten. Man sieht das auch bei sehr, sehr starken Boxbeugern, also Beuger, die oft auf die Box beugen, die haben eigentlich einen, im Vergleich zu manchen anderen Beugern einen unterdimensionierten Quadrizeps, aber sehr, sehr starke Gesäßmuskulatur und hintere Kette. Das heißt, das wäre durchaus eine Möglichkeit, wenn man da beim Philipp rangehen könnte an die Beuge. Okay, die nächste Kniebeuge vom Stefan habe ich deswegen gewählt, nur damit man einmal sieht, dass nur allein der Hantelpfad auch nicht entscheidend ist. Schauen wir uns das vielleicht einmal in dem Fall an. Grundsätzlich von der Bewegungseinleitung eine relativ schöne Kniebeuge. Jetzt kurz am Ständer angeschlagen. Besser sicher als sterben. Okay, schauen wir uns die letzte an. Okay, also wenn man sich jetzt mit dem Hantelpfad anschauen würde, lassen wir sich hier mal den Hantelpfad einzeichnen. Hantelpfad an sich wäre relativ gerade. Man sieht, es ist sogar so, dass am untersten Punkt der Hantelpfad wieder leicht vorgeht. Der war jetzt überhaupt sehr schön, der war sehr gerade. Der nächste, glaube ich, schlagt da um Rekern. Na, der geht noch. Auch da leichter Vorschub wieder und dann nach oben. Das wäre jetzt aber absolut nicht tragisch. Da schlagen wir kurz am Rekern, halb so tragisch. Muss man sich wiederholen. Und auch der letzte ist, glaube ich, relativ gerade. Auch da wieder leicht vor. Okay, das heißt, nur der Hantelpfad an sich wäre jetzt nicht ausreichend. Das heißt, beim auf was schaue ich auch immer? Grundsätzlich, wenn ich eine Kniebeuge beurteile, wenn ich jetzt nur die Sagittalebene habe, was eh auch ein bisschen nicht ausreichend ist, vielleicht schauen wir sich dann noch einmal Videos an, auch von der Frontalebene an einem anderen Tag, das heißt die Ansicht von vorne. Ich schaue zuerst auf die Füße. Füße sehe ich in der Sagittalebene relativ wenig, also ich sehe jetzt kein nach innen kippen oder nach außen kippen. Dann handle ich mich meistens nach oben zu den Knien. Die Knie sieht man auch sagittal relativ schwer. Ich habe jetzt einige Athleten und Athletinnen, die schon relativ lange bei mir sind. Da sehe ich auch einen Knievalgus, also auch das nach innen kippen der Knie schon von der Sagittalansicht, weil man sieht das ganz, ganz leicht, aber natürlich von vorne sieht man es deutlich besser. Nächster Punkt, der jetzt beim Stefan interessant ist, ist die Hüfte. Die Hüfte, also wir wissen alle, die Kniebeuge per se leiten wir zuerst mit einem leichten Hip-Hinge, mit einer Hüft nach hinten Führung ein und setzen uns dann mit der Hüfte nach hinten und stehen dann wieder auf. Das macht der Stefan sehr, sehr schön. Das heißt, die Bewegungseinleitung passt super. Man sieht auch, der Knievorschub am untersten Punkt ist nicht allzu groß oder allzu weit, obwohl er sogar Schuhe trägt mit einem höheren Fersenkeil, als wir sie vorher beim Philipp gesehen haben. Schauen wir sich vielleicht jetzt einmal, wenn wir den kritischen Punkt Hüfte uns einzeichnen lassen. Okay, das ist jetzt interessant. Also wir haben da war die Hüfte in der Ausgangsposition, ein Einleiten der Hüfte nach hinten, das könnte so leicht nach hinten unten sein. Für manche zum Vorstellen ist auch, stellt euch vor, ihr zeigt die Hamstrings, also Oberschenkelrückseite, in diese Richtung. Ja, und dann leitet es die Bewegung nach unten ein. Und was aber jetzt interessant ist, wir leiten nach unten, oder Stefan leitet nach unten ein und am untersten Punkt zieht ihm das Becken wieder leicht vor. Das ist jetzt nicht unbedingt nur ein Knievorschub. Knievorschub ist auch ein bisschen mehr, aber das wird immer leicht sein. Also irgendwo müssen die Knie ja hin. Was aber ungut ist, ist dieses nach unten, unten, unten und in Wahrheit ab dem Punkt auch da sollte man das Vertrauen haben, dass man dann noch weiter nach unten, gerade sich nach unten setzt, die Hüfte weiter öffnet, das heißt die Knie nach außen schiebt
Und dann vom untersten Punkt explosiv nach oben, Hüfte und Knie in einer gleichzeitigen Öffnung nach oben schieben. Also das sehen wir auch. Wir sehen auch da, dass jede Wiederholung ein kleiner Sprungunterschied hier ist. Die zweite haben wir gesehen, die zweite war vom Hantelpfad relativ gut und war auch vom Pfad, den die Hüfte macht, relativ gut. Ja, und eine minimale Beckenkippung, das ist aber jetzt auch nicht das Allertragischste. Und was man noch sieht, ist, wenn es euch vielleicht anschaut, vor allem bei der vorigen Wiederholung, die Distanz zwischen Schambein, das Schambein, Schambein haben wir da und das Brustbein haben wir da. Die Distanz zwischen Schambein und Brustbein sollte in Wahrheit während der gesamten Kniebeuge die gleiche bleiben. Das heißt, die Distanz sollte immer gleich sein. Stellt euch einen Strahl weg vom Brustbein vor und vom Schambein vor. Diese Distanz sollte immer gleich sein. Ja? Man sieht, das passiert da ganz leicht, dass das Becken in diese Richtung nach hinten wegkippt und dann am untersten Punkt muss das Becken wieder vorkippen, weil einfach schon Hüftbeuger und Hüftstrecker am untersten Punkt nicht in der Position sind, in der sie sein sollten. Schaut euch an, es ist ein leichtes Wegkippen. Und paff, muss er sich unten dann wieder vorholen. Ja? Das heißt, Hantelpfad an sich wäre nicht unbedingt schlimm, da müsste man nicht unbedingt korrigieren. Der unterste Punkt ist ein bisschen problematisch. Ich weiß, dass der Stefan war mal bei mir bei einem Kurs auch und ich habe ihn dort schon kennengelernt und er hat relativ häufig pausierte Kniebeugen eingebaut in seinen Trainingsplan oder relativ häufig pausiert gebeugt. Pausierte Beugen wären in dem Fall jetzt keine optimale Assistenzübung meiner Meinung nach, sondern eher Tempo-Kniebeugen. Und was man sich auch überlegen könnte, wären Box-Kniebeugen mit einer Box, die unterparallel ist natürlich, mit einem leichten Soft-Touch-and-Go. Das heißt, man stellt sich wirklich vor, man setzt sich auf die Box ist aber leicht zerbrechlich, man darf die nur ganz, ganz leicht berühren und steht dann wieder explosiv nach oben auf. Das Problem ist wahrscheinlich, dass gerade am untersten Punkt eben da der Dehnungsverkürzungszyklus. Es ist eben dieser Effekt, den man am untersten Punkt der Kniebeuge nutzen kann, dass der Dehnungsverkürzungszyklus da nicht optimal genutzt werden kann. Und darum wären auch da passierte Kniebeugen suboptimal oder würden das Problem nicht lösen. Das heißt, grundsätzlich eine schöne Kniebeuge, vielleicht minimal von der Last runtergehen und ein bisschen technische Tempo-Kniebeugen, wo ich wirklich 3 Sekunden runter, 3 Sekunden hoch, da kontrolliere oder eventuell auch Pin-Kniebeugen. Und bei Pin-Kniebeugen glaube ich, da wäre nicht meine erste Wahl, sondern eher Tempo-Variationen. Vor allem jetzt in der Off-Season kann ich sogar bis zu 6 Sekunden Exzentrik in der Bewegung einleiten. Da würde ich halt nicht viel mehr als 2, 3, allerhöchstens 4 Wiederholungen machen, weil sonst ist das wirklich brutal. Ja? Grundsätzlich soweit war es das für heute. Die nächsten Tage werden wir sich dann, also werde ich dann versuchen, dass ich mir Bankdrücken und Kreuzheben anschaue. Das heißt, wer da noch Videos für mich hat, bitte weiter einschicken. Und dann machen wir das.